Aber warum sollte mich was nerven, das mir so viel gebracht hat und das mich irgendwie dazu geführt hat, einen Teil von meinem ganz großen Traum einfach leben zu dürfen? Und dann will ich halt irgendwie jetzt auch nicht hergehen und mir denken, oh, um Gottes Willen, jetzt müssen wir schon wieder die Nummer spielen. Da hast du noch einige Kilo mehr auch und hast auch anders geklungen. Also, wir sind ja das Hinterzimmer. Wie kam diese Verwandlung? Ich sag, ich gehe morgen durch mein Instagram-Profil. Ja, dann muss man schauen. Ja. Nein, finde ich ja ganz wichtig, dass man genau das nicht macht. Du hast schon mal gesagt, nach dem Codola Grün Video warst du eigentlich pleite. Komplett. Also das war wirklich ekelhaft. Ich frage mich immer wieder mal, gibt's diesen Moment überhaupt, wenn du sagst, hey, du träumst dein ganzes Leben davon, direkt, also quasi einfach zu sagen, du lebst nur von Musik. Und dann habe ich mir immer gedacht, wenn das mal der Fall ist, dann kommt so ein warmes Gefühl in dir drinnen und du bist einfach nur noch der glücklichste Mensch der Welt. Und das passiert aber nicht. Warum heißt Codola grün, nicht Codola schwarz, rot oder türkis? Ist es ein politisches Statement? Nein. Steckt dahinter Werner Kogler? Nein. Der sich ein Lied gekauft hat? Ihr seid jetzt wohl reinkommen von Salzburg kommen, gestern gespielt im Rockhaus, heute Innsbruck. Ja. Wie geht's? Gut. Also Salzburg war super. War ja für mich auch so ein quasi nicht wirklich Heimspiel, aber dann doch irgendwie familiär verbunden. Also ganz in der ersten Reihe sind drei Cousinen von mir gestanden, weil meine Mutter kommt aus Salzburg. Und deswegen habe ich quasi Familie in Salzburg. Und das war schon sehr schön, da auch ganz bekannte Gesichter in der ersten Reihe zu sehen. Welch Glanz jetzt in unsere Hütte, dass ihr ins Hinterzimmer kommt, nachdem oder bevor ihr zum ORF geht. Also, ja, naja. Das taugt mir extrem, muss ich sagen, an der Stelle. Und ich habe gelernt vom ersten Podcast, ich sollte am Anfang vorstellen, wer da ist. Ja. Ihr macht es am besten selber. Ja, also ich bin der Josh. Ich bin der Thomas Eichenberger, ich spiele Gitarre. Ich bin 32, komme aus Wien. Es ist der Hechi aus Tirol. Genau, ja. Weil das Shirt hat natürlich, das hat Bezug, gell? Du kommst aus. Aus Axams, in der Nähe von Innsbruck. Aber das kennen die Leute wahrscheinlich eh, die da zuschauen. Aber da muss der Hechi sich aber kurz auch ein bisschen mehr in irgendeine Kamera, in die zum Beispiel drehen, damit Hallo. Man sehen kann, was er da für ein Shirt Das ist das T-Shirt, da steht Tirol oben. Das habe ich heute um. Also das habe ich heute um. Genau. Ja, aber wenn man in Tirol wo eingeladen ist, dann muss man natürlich den Tiroler Gitarristen mitbringen. Weil es macht ja alles Sinn. Naja, so natürlich schließt total. Sich der das Kreis. Wollt ihr eigentlich was trinken? Ich habe alles vorbereitet, von Wasser bis zu Gin Tonic. Ich werde tatsächlich ein Glas Wasser trinken. Ich auch. Ist ein Tiroler Alpquellwasser, kommt super. Von den Bergen runter. Großartig. Und Josh, ich habe mir jetzt angeschaut, Codola Grün, demnächst knackst du, glaube ich, die 30-Millionen-Marke. Das könnte passieren, ja. Platin ist es jetzt auch geworden. Was ich mich immer frage, in dem Zusammenhang, inwieweit ist es der Song oder inwieweit bist du es als Künstler? Boah. Ich weiß gar nicht. Vielleicht sollte man eigentlich andere fragen. Ich denke mir schon, dass es beides ist. Also es ist natürlich viel der Song auch, der es dann irgendwie so weit geschafft hat. Aber ich denke mal, dass ich auch der richtige Künstler für den Song war. Also ich meine, sonst hätte ich es ja auch nicht geschrieben. Oder beziehungsweise ich kann halt mit der Nummer sehr gut. Also ich mag den Song nach wie vor sehr gern und ich finde es irgendwie nach wie vor die richtige Idee, sowas zu machen. Und ja. Ich muss ja sagen, das war nämlich, ich habe es mal rausgeschaut, am 8. Mai 2018 bist du bei uns im Live im 25 in Wien aufgetreten. Da war Codola Grün auf der Playlist Nummer 4. Ja. Ich habe mir damals gedacht, wie ich das eingegeben habe fürs Insert, für den Livestream, komischer Name. Ja. Und war ich der Einzige, dem es noch nichts gesagt hat? Oder war jetzt wirklich, das ist jetzt nicht ein Jahr her, oder ja, jetzt haben wir Mitte Mai, aber... Ich glaube, dass es
entweder bei euch oder bei, wir haben noch einen Gig gespielt in Wien, kurz davor, glaube ich, oder danach, irgendwie so um die Zeit herum auch. Das war, glaube ich, erst das zweite Mal, dass die Nummer irgendwo aufgeführt worden ist. Das ist richtig, oder sogar das erste Mal. Ich glaube, dass das das erste Mal sogar war. Nein. Ja, ich glaube schon. Also es ist halt, ja. Das war so ziemlich Live-Premiere eigentlich. Genau. Ja. Wie weit davor hast du denn geschrieben gehabt? Nicht so lang. Das war relativ frisch. Relativ frisch. Ja. Also das, den hat es da noch nicht lang gegeben, den Song. Wie war das für euch damals? Habt ihr ein Gefühl gehabt, das Ding ist anders wie alles andere? Oder? Naja, beim... Wie wir den Gig in Wien gespielt haben, schon, weil du irgendwie so... Man erlebt das nicht so oft, wenn Leute einen Song gar nicht kennen. Also klar, wenn du jetzt Cordula Grün spielst, kannst du mittlerweile wirklich davon ausgehen, dass die Leute mitsingen. Aber wenn du als wirklich, man kann jetzt echt sagen, unbekannter Künstler, weil klar, mich haben in Wien ein paar Leute gekannt und ich habe ja auch mit der Kathi diesen Sommerhit gemacht und sowas. Aber es war jetzt nicht so, dass mich irgendwie wirklich viele Menschen gekannt haben. Also bei meinem Konzert, da haben wir gespielt im Loop in einem sehr kleinen Club in Wien. Und da waren so um die, sage ich jetzt einmal, 75 Leute da. Ja, und davon habe ich wirklich viele auch persönlich gekannt. Das gebe ich ehrlich zu. Die Mama war da, die Tante. Du, und wir aber haben geklatscht damals. Also, ich habe den gehört und wir haben Backstage geklatscht. Ich werde es nicht kennen. Aber wir schauen jetzt einfach einmal rein. Also wir können das dann nämlich zuspielen. Ja, ja, die moderne Technik macht das möglich, weil dann ist es ein zeithistorisches Dokument eigentlich. Ich glaube auch, dass ich es noch eine Spur an... Das war, ja... Das Arrangement war noch anders, glaube ich. Bissl ja, und ich habe es auch nicht so gut gesungen damals. Aber der Hechi hat ziemlich dazu gegroovt. Soll vorkommen, ja. Ja, dann schauen wir es uns an. Ja, oder? Schauen wir es uns an. Live in 25. Cordula Grün. Ich hab dich tanzen gesehen. Vielen, vielen Dank. Wir haben es jetzt nicht gesehen, weil es war eine Zuspielung, aber wir können jetzt den Live-Vergleich machen, oder? Okay. Könnt ihr es auch mal an... Wir spielen es mal an. Spielen wir es an? Anspielen. Ja. Joshi, ich glaube, du kannst das Mikro nehmen. Ah ja, ich nehme das Mikro, genau. Noch besser dann. Jawohl. Premiere im Hinterzimmer. Cordula Grün. Ich hab sie tanzen gesehen, dann hab ich sie noch gefragt, ob sie morgen mit mir einen Tee trinken mag. Oder ein Fruchtkonzentrat. Wer zuerst geht, verliert, hat sie dann abends kantiert. Aus unserem Tee wurde Bier, zwei große Schnaps und sie sagt, komm mit nach Hause zu mir. Mein Mann wohnt eh nicht mehr hier. In der Bim übern Ring steh ich auf und ich sing ihr ein Liebeslied. Ihr Kraut vor Kitsch Poesie, Refrain, Mimimi, sie mag Tanzmusik. Cordula Grün, Cordula Grün, Cordula Grün, ich hab dich. Ich hab dich, ich hab dich. Cordula Grün, du bist nur schwer zu verstehen. Cordula Grün, ich würd dich gern wiedersehen. Cordula Grün, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich tanzen gesehen.
Oh, das kommt noch voller Inbrunst. Das ist ja nicht abgespült, oder? Selber, für uns Nein. selber. Boah, nein, geil. Also klar haben jetzt gerade der Thomas und ich, weil der Thomas kommt ja oft auch mit zu den Radiostationen und wenn es Fernsehen ist, so wie heute bei dir, dass man halt da, das hat irgendwie zwei Gründe. Ich bin ja selber gelernter Gitarrist und ich habe dann irgendwann mal gefunden, so ich habe jetzt irgendwie so total Bock, mich irgendwie mehr mit meinem eigenen Körper und mit meiner eigenen Stimme und sowas zu beschäftigen und habe dann irgendwann mal gesagt, so okay, ich lege jetzt einmal mein so geliebtes Instrument, irgendwie so eine Spur auf die Seite, nicht weil ich die Gitarre nicht mehr mag, aber weil ich sie jetzt irgendwie schön finde. Ich schreibe selber nach wie vor auf der Gitarre und dann kommt der Thomas und wir arrangieren das dann mit der Band und jetzt ist halt er derjenige, der das einfach mit mir zusammen spielt, wenn wir zu zweit sind. Und ich glaube, wir zwei haben schon am öftersten von allen einfach diesen Song gespielt. Weil und das fühlt sich noch immer frisch an. Ja. Das ist einfach ein guter Song. Ja. Man hat halt irgendwie auch so das, ich will auch gar nicht, dass es mich irgendwann nervt. Ich glaube nämlich, man kann sowas psychologisch schon irgendwie auch ein bisschen steuern, dass man sich irgendwie, warum sollte mich was nerven, dass mir so viel gebracht hat und dass mich irgendwie dazu geführt hat, einen Teil von meinem ganz großen Traum einfach leben zu dürfen. Und dann will ich halt irgendwie jetzt auch nicht hergehen und mir denken, oh, um Gottes Willen, jetzt müssen wir schon wieder die Nummer spielen. Wie belastend ist es eigentlich für die Stimme? Weil vom Stimmsound warst du ja mal anders unterwegs und hast dann sozusagen diese Stimme auch für dich entdeckt. Und ich denke mir immer, wenn du so mit Power drin hängst in den Seilen und immer Vollgas da bist am Punkt. Ja, aber das kommt das ist einfach wirklich gekommen von der Zeit, wo ich aufgehört habe, so viel Gitarre zu spielen, weil ich oft auf der Bühne angefangen habe, mich ein bisschen auch hinter meinem Instrument zu verstecken. Weil es ist halt irgendwie, wenn du so Musik machst, wo du wirklich tiefe, persönliche Sachen erzählst, dann ist das natürlich am Anfang ein bisschen schwer, sich da hinzustellen und zu sagen, so, ich erzähle euch jetzt auf einer Bühne in ein Mikrofon hineingesungen, wie es meinem Herz mit der Trennung geht, die ich gerade erlebt habe oder sowas. Ja. Und dann ist das nicht so leicht. Und dann habe ich oft ein bisschen so die Gitarre genommen und halt mich emotional und auch physisch sogar wirklich da so ein bisschen dahinter versteckt. Und dann habe ich halt gesungen. Und dann habe ich immer mehr angefangen zu sagen, so, du musst irgendwann anfangen, wenn du von der Gitarre kommst, irgendwie damit klarzukommen, hey, wenn du das selber machen willst, dann musst du irgendwann einmal kapieren, dass du der Sänger bist von der Geschichte. Weil es steht doch sonst keiner, der singt. Und dann habe ich angefangen, das anders zu machen. Und irgendwie wurde es dann immer kräftiger und immer mehr. Und jetzt kann ich gar nicht mehr anders singen. Also es ist echt brutal. Aber das ist doch extrem schwer oder riskant zu sagen, weil das ist ja was extrem Intimes eigentlich. Ja. Man besingt seine eigene frische Trennung zum Beispiel und teilt sein Innerstes mit Mr. und Mrs. Unbekannt. Ja. Zu sagen, ich mach's jetzt einfach, ich stehe dazu und auch das, was an Reaktion kommt, was man ja oft nicht erwarten kann, ob es gut oder schlecht ist. Voll. Ich setze mich dem aus. Ja. Braucht man einen guten Psychologen oder hast du, wie hast du den Schalter umgelegt? Ich habe jetzt, ich glaube eben, dass es bei mir eben ein Prozess war. Also es ist halt eben genau das, wo man so, natürlich ist das, wenn jetzt jemand mich vorher schon gekannt hat und die Sachen gekannt hat oder zum Beispiel den Song, wie ich gesungen habe, mit Kathi Karl auch zusammen, dass wenn man das gekannt hat und dann erst quasi den nächsten veröffentlichten Song, der dann halt irgendwie groß geworden ist, hört, denkt man sich, okay, da ist irgendwo dazwischen, hat er, keine Ahnung, eben den Schalter umgelegt und das passiert ja gar nicht. Weil du also das kriegt dann, die Öffentlichkeit kriegt das so mit, aber du selbst hast ja, also da ist ja eine ziemliche Zeit dazwischen und das geht langsam. Also bei mir ging das nicht von heute auf morgen und da haben halt Konzerte mitgeholfen. Also dass du einfach spielst, dass du dir im Studio Zeit nimmst, Dinge anders zu machen. Dass du Aufnahmen machst, die auch wieder löscht und sagst, nö, das war's jetzt nicht. Und somit ist das irgendwie, das ist langsam entstanden. Für die Öffentlichkeit
geht es von da nach da. Mhm. Aber du selbst gehst ja einen Weg. Und da kann ich gar nicht mehr so genau sagen, hey, wann hast du dir das gedacht? Und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Ich weiß noch, dass ich live plötzlich viel kräftiger immer gesungen habe, sobald ich keine Gitarre in der Hand habe. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, ja, dann singst du halt im Studio auch so, weil es dir eigentlich viel mehr Spaß macht. Ja. Also, Boze, ich habe da, was wir uns gleich was anschauen können, aber Hechi, das ist ja auch ungewöhnlich. Ihr habt euch sehr früh gekannt, ihr habt Cover-Gigs gemeinsam gespielt, ihr habt wirklich vor wenigen Leuten auch kommerziell gespielt, so nach dem Motto, ich bin ein Dienstleister, aber kein Künstler. Und jetzt seid ihr immer noch beisammen, weil manche Künstler, wenn sie groß werden, sagen, ich wechsle meinen Schlagzeuger, ich wechsle meinen Gitarristen, der Heche bleibt der Heche beim Josch. Ist das, war das automatisch? Hat er da mal einen blauen Brief gesandt und du hast gesagt, nimm mich nicht an, ich bleib dabei oder wie? Nein, gar nicht. Also, wir kennen uns schon so lange und es ist einfach eine Vertrauensbasis da. Das hat mit dem Faktor Zeit zu tun natürlich auch, wie auch in anderen Dingen im Leben. Und da ist einfach ein riesen Vertrauensfaktor einfach da und das war völlig klar, eigentlich, für mich war es völlig klar, erstens einmal, auch wie wir noch vor wenig Leuten gespielt haben, dass ich daran glaube, einfach an den Johannes oder an Josch. Und das hat der Josch halt dann auch nicht vergessen. Und es ist halt auch eins, muss man auch sagen, man spielt sie einfach zusammen. Also das ist einfach, das kannst du nicht, du kannst nicht hergehen so und jetzt mache ich so und es fühlt sich gleich sofort gleich an, wie mit jemandem, wo man halt jahrelang zusammen gespielt hat. Und das ist für mich umgekehrt genauso. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wenn das wer anders singt. Das geht gar nicht. Also das kann ich mir genauso nicht vorstellen. Und insofern war das, das hat sich so ergeben und da haben wir eigentlich nie drüber reden müssen. Ja. Geschichte gemeinsam groß geworden ist. Ja, schon ein bisschen. Jetzt, Josch, das Tolle ist ja, wir sind ja in der virtuellen quasi zu Hause. Ich habe mir deinen Instagram-Account gerade aufgemacht. Da ist zum Beispiel ein Foto von gestern, Rockhaus. Ja. Also nachweislich warst du da. Ja. Gute Dusche. Aber du hast noch Fotos drin lassen, wenn man ein bisschen runterscrollt. Wirklich von deiner, sag ich mal, musikalischen Anfangszeit. Da gibt es noch, ich meine, 41 Likes war für damals auch nicht wenig, aber da hast du, glaube ich, gerade Geburtstag gefeiert. Und da hast du noch einige Kilo mehr auch und hast ja anders geklungen. Also, wir sind ja das Hinterzimmer. Wie kam diese Verwandlung? Ich sage es, ich gehe morgen durch mein Instagram-Profil. Ja, dann muss man schauen. Ja. Nein, finde ich ja ganz wichtig, dass man genau das nicht macht. Weil es ist ja irgendwie komisch zu sagen, man löscht dann irgendwie seine Vergangenheit, weil die gehört ja einfach dazu. Und deswegen ist das, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt komplett ehrlich bin, das mit dem Gewicht und so, ich esse einfach viel zu gerne und ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben immer so ein bisschen Fahrstuhl-Ding gehabt. Ich mache auch gerne Sport, Gott sei Dank. Und wenn ich dann so einen riesen Rappel kriege, dann schaffe ich es auch halbwegs schnell wieder irgendwie quasi das Lotterleben wieder abzutrainieren. Und ja. Aber hast du zum Beispiel so eine Phase gehabt, wo du gesagt hast, ich will das jetzt bewusst ändern auch? Ja, ja. Ja, schon. Ich habe mir irgendwie so die, ist vielleicht sogar ein Tipp, den man irgendwie so hergeben kann. Ich denke mir immer so, was kann ich eigentlich sagen, was einem, ich glaube, das war schon wichtig für mich, dass ich irgendwie hergegangen bin. Und wenn du zum Beispiel musikalisch ein bisschen so das Gefühl hast, es geht gerade nichts, es gibt einfach unglaublich viel andere Dinge, die du machen kannst. Die dich trotzdem weiterbringen in dem, was du tust. Also ich glaube, wenn du sagst, okay, du hast jetzt keine kreativen Ideen, dann kümmerst du dich halt einmal um deinen Körper, bis besser wird. Oder du machst einen Malkurs oder so irgendwas. Ich glaube, viele Musiker haben totale Panik davor, irgendwas zu tun, was keine Musik ist. Und glauben irgendwie, dass wenn du andere Dinge machst als Musik, kommst du nicht mehr weiter. Und das ist halt irgendwie der totale Blödsinn, weil du musst ja als Mensch irgendwie auch da sein, sonst wird das ja alles nur noch, sonst ist es eh aufgesetzt irgendwie. Und da, ich war nie einer, der 24 Stunden am Tag Musiker war.
Also so, du bist Musiker und du mit deinem ganzen Herz und das schlägt in dir drinnen. Aber wenn ich mich aufs Rennrad gesetzt habe oder aufs Mountainbike, dann bin ich in dem Moment Mountainbiker. Aber weißt du, was ich meine? Das ist dann eigentlich ein sehr guter Beweis, dass das Gesamtkonzept, das man sich selber ja auch irgendwo in seinem Leben zusammenschustert und zusammenzimmert, jetzt auf der Bühne steht. Ja. Weil es ist ja quasi, alles das hat dich zu dem gemacht, weil du auch die Summe dieser kleinen Teilchen genommen hast und gesagt hast, jetzt bin ich der, der ich bin. Ja. Viel Spaß. Ja. Und dann hast du natürlich auch das, klar, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist mit deinem Körper nicht zufrieden, ist es natürlich wiederum sowas, ich sage ja überhaupt nicht, dass jetzt irgendwie schlanker sein oder sowas das Richtige ist. Also jeder so, wie er sich wohlfühlt, das ist ja auch vollkommen wurscht, weil ich möchte ja auch nicht quasi optisch auf irgendwas beschränkt werden. Nur wenn du selbst dich, wenn jemand Fotos von dir macht oder du stehst auf einer Bühne, irgendwie nicht so wohlfühlst, weil du dich dabei nicht so gerne hast, selbst als Mensch, dann glaube ich, hat das einen Einfluss auf dich als Künstler. Und dann kann das eben passieren, dass man sich so ein bisschen versteckt. Und wenn man dann aber irgendwie so das Gefühl hat, hey, ich fühle mich total wohl, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr nach vorne rausgehen. Und kann das dann über halt Schmusen das singen. Ja. Dann kann man halt seinen Körper, den Text und die Musik nach vorne. Ja, das ist, ja, ich weiß nicht. Es kommt schon gut an, oder? Ja. Also, es ist halt, ich bin irrsinnig dankbar für das, wie das gerade läuft. Also es ist so, ich habe mir wirklich immer gedacht, wenn es dann mal funktioniert, dann genießt du das einfach nur noch und du bist jeden Tag happy und sowas. Und das ist dann aber halt auch nicht der Fall. Weil du halt, du bist dann drinnen und jetzt rennt diese Maschinerie quasi und du hast irgendwie, und du quasi, deine Sorgen verschieben sich halt. Also dann sagst du so, du wirst, also zumindest bin ich halt kein Mensch, der sagen könnte, ah geil, jetzt haben wir die erste Tour gespielt, super. Und jetzt genieße ich die Tour und überlege mir nichts. Na, während ich auf Tour bin, denke ich mir, so passt, was machen wir 2020? Also so dieses, du willst dann ja auch, du willst dann noch eine Spur mehr. Also es ist so, ich glaube, wenn du irgendwie was aussagen willst mit Musik und was tun willst, dann wird es nie genug sein. Oder genug schon, aber dann gibt es keinen Stillstand. Also schieß mich tot. Ich meine, es kann bei mir durchaus passieren, dass ich in 4 Jahren sage, ich mache jetzt ein ganzes Album mit einer Harfenistin. Weißt du, was ich meine? Also so, weil es spannend bleiben muss. Oder im Heche schläft das Gesicht ein. Ja. Nein, gar nicht. dann mache ich halt in der Zwischenzeit was anderes. Mein Gott, nein. Ja, dann lässt schon, du die Haare wachsen. Wir reden ja dazwischen, das passt schon. Das machen wir schon. Ja. Nein, aber das so, oder dass du sagst, ja, du gehst mal mit einem Orchester auf Tour oder du machst mal, weiß ich nicht was. Also so dieses sich bewegen und irgendwie was tun. Und das ist halt das, was spannend ist. Und aber das ist was Interessantes, weil das findet man bei anderen Leuten, die sich ein großes Ziel vorgenommen haben, ob im Sport, in der Wirtschaft, auch. Du nimmst da was vor, gibst volle Energie drauf, erreichst es dann und denkst da, hoppala, ja, aber was ist jetzt das Nächste? Ja. Also es ist eigentlich nur eine Stufe, die du erreichst, ja. ohne dass es dann sozusagen paradiesisch aufgeht und du sagst, ja. mein Gott, genau ja. das habe ich auf jetzt, lehne ich mich zurück und genieße es. Das ist ein Prozess, der geht weiter. Solange die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist und sie hat angeblich noch kein Ende, ist das logisch, dass da noch... Voll. Was also es ist auch echt so dieses... Ich frage mich immer wieder mal... Gibt es diesen Moment überhaupt, wenn du sagst, hey, du träumst dein ganzes Leben davon, direkt, also quasi einfach zu sagen, du lebst nur von Musik. Und dann habe ich mir immer gedacht, wenn das mal der Fall ist, dann kommt so ein warmes Gefühl in dir drinnen und du bist einfach nur noch der glücklichste Mensch der Welt. Und das passiert aber nicht. Das geht, also du kannst das irrsinnig gut genießen, aber an dem Tag, wo ich gewusst habe, okay, zumindest für einen etwas längeren Zeitraum kann ich jetzt nur das machen, war es aber so, ja okay, du hast eine Aufgabe, du hast einen Job, geh mal. Also du willst ja dann
du kriegst gleich mal wieder einen Stress, also Stress, aber kriegst gleich mal wieder was, weil das, was du dann nicht willst, ist das wieder aufgeben zu müssen. Weil das ist natürlich das, was einen dann auch total antreibt und was mir auch irgendwie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der 11. Stadt in 36 Stunden bin auf einer Promotour, denke ich mir, du machst das, damit du dir nicht wieder einen Job suchen musst. und aber das, es wird das, da ja. immer wichtiger und bedeutender, was man macht, oder? Weil der ja. Background wird professioneller, es steht in deinem Fall auch ein großes Label dahinter mit Warner Music. Ja. Das heißt, man darf sich auch nicht mehr viele Fehler erlauben, oder? Nein, ich glaube alles. Ja, aber ich glaube alles, was natürlich bleibt oder so wie du halt bist, das ist okay. Also man kann ja jetzt irgendwie sagen, den ganz genau richtigen Weg gibt's eh nicht. Also man. Ich glaube, die am strengsten sind, oder unter Anführungszeichen, wenn du Musiker mit deinem ganzen Herzen bist, und das bin nicht nur ich, sondern auch die Jungs, die mit mir als Liveband unterwegs sind, die ja auch im Studio mit mir arbeiten, dann unter Anführungszeichen sind wir die größten Kritiker überhaupt von dem, was du selbst machst. Also aber du machst schon Fehler und dann machst du die und dann unter Anführungszeichen braucht gar niemand vom Management oder von der Plattenfirma kommen und sagen, das ist jetzt eigentlich, du bitte konzentrier dich oder weiß ich nicht, hör auf zu trinken am Vorabend oder whatever. Ja. Weil wenn du dir das anhörst, sind eh wir die im Tourbus nachher noch einmal die Show uns teilweise anhören. Und wenn da irgendwo was gewesen ist, wird eh gesagt so, okay, pass mal auf, da müssen wir da bei der Hi-Hat vielleicht eine Spur lauter werden, dass das Timing nicht verloren geht oder wie auch immer. Also wir kritisieren uns eh selber oder pushen uns selber und Fehler machen tun wir ja alle immer wieder mal. Aber glaubst du hast jetzt nur die gleiche Zeit, etwas entstehen zu lassen wie vor 2 Jahren? Oder ist das jetzt eben auch etwas, wo es enger wird, wo man früher liefern ja. sollte? Ja, warum ich nicht so einen ganz großen Stress kriege, ist, weil ich schon das Gefühl hatte, dass wahnsinnig viel von dem Prozess, wie ich mich als Künstler fühle und wer ich als Künstler bin, passiert ist, bevor es erfolgreich geworden ist. Vielleicht ist es auch erst deswegen dann erfolgreich geworden, weil dieser Prozess erst stattfinden hat müssen. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich weiß noch gar nicht so ganz genau, wer ich bin und was ich machen will und habe halt eine Nummer rausgebracht, die groß geworden ist und jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen, was ich so tue, dann glaube ich, wäre es Harakiri. Weil jetzt sich mal hinzusetzen, 4 Monate kein einziges Konzert zu spielen und herumzusuchen im Studio oder so irgendwas, die Zeit hast du wirklich nicht mehr. Das stimmt, ja. Aber mir macht das keine Angst, weil ich einfach so Bock habe auf das. Also ich habe auch total Lust, ein zweites Album zu schreiben. Also ich bin schon dabei und habe irgendwie so Lust, Musik zu machen. Und dann denke ich mir, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich weiß jetzt, wie ich es will. Und das merken die Zuhörer auch, glaube ich. Also das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum es funktioniert hat, weil du vorher schon irgendwie halt mal einen Weg gegangen bist. Und ich glaube, ankommen tust du eh nie, aber du hast dann irgendwie so mal dieses, keine Ahnung, dieser bildliche Satz halt so, ja, du musst das Schiff halt im Hafen bauen, bevor du rausfährst. Ne? Und jetzt ist das aber schon, wir haben ein ganz gutes, stabiles Schiff gebaut und wissen halt das ganze Team und das ganze Drumherum. Und deswegen eskaliert das jetzt auch nicht alles total. Weil es halt irgendwie so ist, okay, ich weiß, was ich live will, verändere das immer noch mal so ein bisschen, aber ich bin wirklich glücklich mit dem, was ich da gerade mache und trage das auch gerne nach draußen. Das heißt, es ist einfach die Basis, die Grundlage, eine breite, eine sichere, eine ja. euch entsprechende, weil das ist interessant, wenn du das sagst, Richard David Brecht ist ein ganz anderes Gebiet, der Medienphilosoph, aber der hat einmal gesagt, ich habe ihn gefragt, warum kann er so viele Vorträge abliefern, warum kann er sich zu so vielen Themen äußern?
du spielst dich ja auch in der Öffentlichkeit irgendwann ab. Nach 2-3 Jahren wissen die Leute, wofür du stehst. Und dann bist du sehr verleitet, immer wieder das Gleiche wieder zu kauen. Und er hat gesagt, er hat sich einfach so lange mit dem beschäftigt, was er jetzt machen will. Er hat so viele Bücher gelesen, dass er für 10, 20 Jahre Inhalt hat, den er jetzt nach außen bringen will. Und er hat nicht begonnen, mit der ersten Anfrage Bücher zu lesen und zu schreiben, sondern er hat sich einfach viel länger schon so intensiv beschäftigt, da hat ihn noch keiner erkannt und darum kann er nach oben aufbauen. So kommt mir das ein bisschen vor. Ja. So, es ist einfach eine Basis da und da ist noch so viel, was wir als Zuhörer noch gar nicht kennen, was Josh und Heche jetzt nach außen bringen wollen. Voll, es ist halt, mich fragen ja immer wieder Leute so, glaubst du, ist es besser, dass du eine Spur älter warst, wie der Erfolg gekommen ist und alles drum und dran? Man kann sowas ja nie beantworten, weil woher weiß denn ich, wie es mir gegangen wäre, wenn ich mit 18, ja, also ich meine, ich sage immer wieder mal so, ja, ich kann jetzt gut damit umgehen und für mich war es scheinbar der richtige Weg, aber ja, und deswegen natürlich gewisse Dinge wie Geld oder sowas, ne? Na klar ist das halt, mit 32 bist du wahrscheinlich nicht ganz so gefährdet, jetzt irgendwie da steil zu gehen, weil es halt irgendwie plötzlich mehr verdienst als vorher. Ja? Das wird, ja, aber wenn ich mir junge Künstler anschaue, die halt irgendwie in Amerika plötzlich von heute auf morgen irrsinnig viel Kohle verdienen und dann halt sich ein bisschen aufführen, muss man sich halt manchmal auch denken, was war sie, wie ich mit 18, ja, keine Ahnung. Also so, da hätte ich mir vielleicht jetzt auch ein Auto gekauft. Und ich habe mir aber bewusst überhaupt keins gekauft, weil ich mir gedacht habe, du brauchst keins, du kannst das ja nicht mal fahren, du hast ja nicht einmal Zeit dafür. Also wieso kaufst du jetzt ein Auto, nur damit du es hast? Also weißt du, was ich meine? Also eine sehr vernünftige Überlegung. Ja. Aber hat sich exorbitant entwickelt, das Einkommen? Wie kann man das als, wenn ein österreichischer Künstler so durch die Decke geht, vor allem dann auch in Deutschland, weil der deutsche Markt ist was ja der große Multiplikator ist, entwickelt sich das? Es ist deutlich mehr als vorher, wobei die Menschen da draußen ja nicht wissen, was ich vorher verdient habe, sehr wenig. Du hast schon mal gesagt, halt nach dem Codola Grün Video warst du eigentlich pleite. Komplett. Also das war wirklich ekelhaft, weil, also ich komme ja aus einer kann man schon sagen, wirklich normal gesitteten, behüteten Familie, aber jetzt bei Gott nicht irgendwie reich oder so. Oder irgendwie sehr gut situiert oder so. Aber klar, also meine Familie hätte mich sicherlich nicht unter der Brücke schlafen lassen. Also irgendjemand hätte mir schon irgendwie geholfen. Aber du willst halt auch nicht mit 31 zu deinem Papa gehen und zu deiner Mama und sagen, ich habe jetzt 31 Jahre lang meine Kohle in Musik reingesteckt und es ist so bescheiden gelaufen, dass ich jetzt Geld brauche, um meine Schulden abzubezahlen, weil ich es einfach nicht zusammengebracht habe. Das willst du ja auch nicht machen. Also mehr Geld hätte mir die Bank nie mehr gegeben. und hat sie jetzt plötzlich ein richtig großes Mehr am Konto? Drückt sich das unmittelbar aus? Weil das sind jetzt ein paar Monate. Nein, das dauert alles ein bisschen, bis mal so Tantiemenabrechnungen kommen von. Gerade das, wenn man zum Beispiel sagt, Deutschland, das wird dann zuerst in Deutschland verrechnet, dann geht's auf die, da gibt es diese Verwertungsgesellschaften, die das machen. Da gibt es welche, die verwerten quasi das, was du hörst in einem Radio. Also da ist auch zum Beispiel der Thomas dabei. Die Gitarre, die er gespielt hat, wenn du die hörst, da gibt es eine Firma, die sich darum kümmert, dass dann die Gelder halt auch, dass es da Tantiemen gibt. Und dann gibt es noch eine, die sich um die Komposition kümmert. Und als Komponist wird das zuerst einmal in Deutschland verrechnet, dann wird das nach Österreich transferiert und dann irgendwann einmal kriege ich was. Das, sowas dauert alles. Aber es sind ja auch, ich verkaufe halt eine Spur mehr Tickets als früher. Also früher habe ich halt einfach keine verkauft. Und jetzt sind es ein paar. Und es ist klar, dass jetzt bei Veranstaltungen oder sowas da schon ein bisschen was rumkommt. Ist live, weil man hört von den großen Bands, live machen sie das große Geschäft. Ist es aber lukrativer, wenn du im Radio gespielt hast? Bringt das mehr? Nein, es bringt nicht mehr. Also live ist so, das, was das Geld bringt. Man muss es auch,
so unter Anführungszeichen ganz genaue, ja, ich denke mal, ich gehe derzeit, also ich versuche das sehr vorsichtig mit Geld umzugehen und bin aber auch kein Sparfuchs, das gebe ich jetzt auch ehrlich zu. Also ja, wenn ich mal essen gehe, dann schaue ich nicht auf der Karte und bestelle das Allerbilligste oder sowas. Also ich bestelle aber auch nicht irgendeinen sündhaft teuren Wein, nur weil ich es kann. Also das ist, finde ich, auch total bescheuert. Aber ich versuche das halt alle nicht zu machen, weil ich glaube, es ist wie bei jedem anderen Unternehmen, weil schlussendlich ist es eine Firma, die ich dafür. Also ich musste halt ziemlich schnell zu einem Geschäftsführer von einem Unternehmen werden. Und für mein Unternehmen arbeiten teilweise 10 Leute gleichzeitig. Also ich habe 7 Mitarbeiter, die ich zu bezahlen habe. Also wenn sie auf eine Tour mitfahren und sowas. Ne? Und teilweise dann noch eine Booking-Agentur, wo 4 Leute an einer Tour gerade basteln und wie auch immer. Also du musst ziemlich schnell schauen, dass du das hinkriegst. Oder du suchst dir jemanden, der das macht. Und ich habe natürlich auch einen Manager, der das mit mir gemeinsam macht. Ich versuche das ordentlich zu machen. Und ich glaube, das ist wie, um das jetzt kurz zurückzuführen, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, wie in jedem anderen Unternehmen, so wirkliche wirtschaftliche Aussagen zu treffen, musst du einfach ein bisschen warten. Weil du kannst ja dann, wenn dann mal 1,5 Jahre, 2 Jahre da sind, dann kannst du auch irgendwie so ein bisschen schauen, okay, was ist denn, wo kommt es denn alles daher? Also bevor jetzt nicht einmal die erste große Abrechnung da ist von deutschen Radiostationen und sowas, kann man auch keine Aussage treffen, wohin bewegt sich es, wie viel, wie wichtig ist jetzt quasi für meine Firma das Airplay, wie wichtig ist es live, wie viel sollte man an Energie für die Festivalsaison reinstecken und so weiter und so fort. Das kannst du am Anfang steuern und dir anschauen, das will ich, das will ich, das will ich. Den wirtschaftlichen Aspekt dahinter, glaube ich, muss man sich dann im Nachhinein immer wieder mal so ein bisschen anschauen. Er ist jetzt dein Boss geworden. Ist das für dich jetzt eine tatsächliche Veränderung? Also ist es jetzt ein Machtgefüge, das es davor nicht gegeben hat, weil man hat sich einfach getroffen zum Musik machen? Nein, das würde ich so nicht sagen. Also es ist vor allem eines, ich habe ja vorher auch schon mit anderen Leuten gespielt, vor allem mit dem Josch jetzt mehr geworden ist, und es hat sich einfach nur verschoben für mich. Und ich habe ja vorher auch nicht das Gefühl gehabt, auch mit anderen Menschen, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, dass das jetzt, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle. Und ich bin ja selbst einmal als Musiker auch Unternehmer. Ich bin halt Einzelunternehmer, und da muss man halt dann selber sagen, okay, was geht sie aus, was geht sie nicht aus, was kann man machen, was kann man bieten, was kann man nicht bieten. Und insofern hat sich das einfach nur verschoben. Ich habe jetzt natürlich bei anderen Leuten nicht mehr so Zeit und bin halt beim Josch. Und man muss halt auch so fair sein, und das habe ich ja ganz am Anfang gemeint damit, weil deine Eingangsfrage ja war, ihr spielt jetzt schon sehr lange zusammen. Man muss halt eben wirklich mit offenen Karten spielen und auch fair sein und eben Zeitbudgetplanung machen, wissen, okay, wie wird sich das hinentwickeln, wird sich das ausgehen oder nicht, wie plant man das, dann kommt dann das Privatleben der anderen dazu, das gibt es ja auch noch. Das sollte man auch nicht ganz vergessen. Wenig, aber ja, genau. Angeblich ist das, genau. Und da muss man einfach offen miteinander sprechen, und das habe ich eben davor gemeint, wenn man sich schon lange kennt, dann weiß man das auch, dass man darüber reden kann, und du kannst oft, das ist gleich wie mit dem anderen Thema davor, es ist oft schwierig zu sagen, nächstes Jahr wird es genau so rennen. Das kann der Josch auch nicht genau sagen. Woher soll er denn das wissen? Ja. Und da muss ich natürlich dann auch ein bisschen nachdenken, immer sich in den anderen hineinversetzen, was man ja generell, glaube ich, machen sollte im Leben, was ganz hilfreich ist für das Zusammenleben. Hashtag Empathie. Dass man ein bisschen überlegt, wie wird sich das jetzt für den anderen Menschen anfühlen, und was kann denn der überhaupt jetzt machen, was kann denn der jetzt voraus planen, um dann gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen und gemeinsam eine gute Gesprächsbasis einfach zu haben. Aber was ich da umso mutiger, wenn ihr das jetzt höre, findet, ist, ihr habt natürlich viele Anfragen gekriegt mit Codola Grün, weil es eine typische Après-Ski-Sommerhit-Grillnummer ist. In sämtlichen Diskotheken, Bars und Entertainment-Schuppen dieser Erde aufzutreten. Und ihr habt es bewusst oft abgelehnt. Naja,
Ja, das ist schon mutig, weil die legen da das Bar auf den Tisch und ja, es kostet die eine Nummer. Ja, du bist die Mitternachtsshow. Ja, aber das wäre auch gelogen zu sagen, dass das immer nur einfach war, weil natürlich sagt man so, ja, ich glaube, jeder andere Künstler meint, hey, musst du machen, du wirst als Künstler einfach nur quasi falsch wahrgenommen, wenn du jetzt einfach jeden Euro hinterherläufst oder so irgendwie. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so, wenn du sagst, nicht immer jeden Tag so einfach, ne? Weil wenn du sagst, du kommst aus einer finanziell etwas, jetzt mal wackeligen Situation und du kriegst ja nicht von heute auf morgen, nur weil plötzlich in Deutschland ein paar Radiosender anfangen, deine Nummer zu spielen, irgendwie mal einen Batzen Geld und sagst, okay, jetzt entspanne ich mich mal 5 Monate. Also finanziell entspannen. Und dann war es aber klar, ich war mir 100%ig sicher, dass ich aufpassen muss, weil es mir halt so viel wert ist, um länger da zu bleiben und um zu schauen, ich möchte live wahrgenommen werden, ich möchte dorthin, wo ich als Künstler wirklich stattfinden kann. Und deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht dort spiele, wo ich abgesehen von diesem Song nicht spielen kann. Und das ist dann halt, das war mein Mindset-up. Ich setze mich hin, sage, kann ich auf dieser Veranstaltung den Song Eskalation auch spielen? Nein? Okay, dann fahre ich dort nicht hin. Weil ich glaube, dass es jetzt nur dann auch authentisch bleiben kann. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe einen Song, der passt, das war ja einer der wenigen Songs in den letzten Jahren, der quasi so die Schlagerwelt und die Popwelt, beide Seiten, und es gibt ja, wir spielen ja auch Indie-Festivals in Deutschland. Also in Deutschland werde ich als Indie-Pop-Künstler wahrgenommen. Und da, das geht ja dann nicht zusammen. Und ich muss auch natürlich sagen, ich habe dann am Anfang jedes Angebot auf meinem Schreibtisch liegen gehabt, war mir aber, die Linie war vollkommen klar, und nach so 2-3 Monaten habe ich dann irgendwann einmal zu meinem Manager gesagt, bitte sag mir nicht mehr alles. Weil wenn ich das jetzt über den Kopf mal zusammenrechne, wäre mein Leben eine Spur entspannter. Aber jetzt ist es so, dass ich jetzt schön langsam, also muss man echt sagen, wir sind jetzt an dem Zeitpunkt, wo man irgendwie merkt, hey, es passt. Mhm. Es war eine gute Entscheidung, weil natürlich kann ich sagen, es könnte alles viel größer sein oder so, aber wir haben gestern in Salzburg, Rockhaus, großer Saal, knackevoll, da sind lauter Menschen, die kommen, um das live mit Band zu sehen, die zahlen Eintritt. Und wenn die mal alle da sind und wir es irgendwie schaffen, denen zu sagen, hey, bitte erzählst das doch auch euren Freunden, dann muss halt gut sein. Finde ich aber einen starken Move, weil das am Anfang zu machen, weil sozusagen der finanzielle Erfolg liegt da sehr nahe. Ja, voll. Und es ist halt, ich hab das dann eben irgendwann einmal gefunden, so ja, ich kenne meine Linie und die ist ja auch klar, und ich habe ja auch, also jetzt nicht irgendwie, du denkst dir dann ja auch, du baust gerade ein Album, also das Album ist kurz vorm Fertigwerden, jetzt ist dieser Song so groß geworden. Jetzt weißt du ja schon, wie dieses Album klingen wird. Und wenn du jetzt aber der ganzen Menschheit irgendwie das so vorgaukelst, dass du aus einer ganz anderen Ecke kommst, um im ersten Moment viel Geld zu verdienen, dann bringst du dieses Album, wo dein ganzes Herz drinnen steckt, und die können damit ziemlich sicher nichts anfangen, weil sie es nicht verstehen werden. Und jetzt war es klar, dass die Menschen aus einer anderen Welt, die mich sehr respektieren und ich sie auch, wissen, das ist jemand, der kommt aus dem quasi Indie-Pop, den man halt auch noch im Radio spielen kann. Und demnach war es klar, wie dieses Album ungefähr sein wird. Also so halbwegs halt, ne? Und ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, als Künstler irgendwie da zu schauen, dass das halt stimmt. Und ich ehrlich gesagt, also die Band, mit der ich jetzt live unterwegs bin, wir arbeiten seit 2 Jahren ungefähr zusammen. Und in den 2 Jahren werden wir uns ja nicht irgendwie alle gemeinsam, weil Geld hat es keins gegeben und die Jungs sind wahnsinnig professionell und haben dann an mich geglaubt. Und man baut sich da jetzt nicht 2 Jahre lang was auf, um es dann bei der ersten Gelegenheit selbst mit Füßen zu treten.
und zu sagen, ist mir doch vollkommen egal, ob das Playback ist oder nicht. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja dann, du trittst ja das was du an was, wo du selber deinen Schweiß reingesteckt hast oder beziehungsweise wo die Jungs ins Studio gekommen sind nach anderen Jobs, weil natürlich hatte beim Josh im Studio spielen keine Priorität, weil die müssen ja von irgendwas ihre Miete zahlen. Ich konnte das nicht machen. Ja, also es gab halt kein Geld, wir hatten alle keine Kohle. Und gut, sie haben alle als Musiker bei anderen Leuten gespielt und dort was verdient. Und das ja, machen und du, sie ja heute du auch. Du warst noch. Ja IT-Techniker. Du hast, wie du bei uns im Mai das erste Mal anscheinend Code de la Grue gespielt hast, bist du von deinem IT-Support-Dienst gekommen und hast 20 Stunden die Woche was gemacht? Mädchen für alles. Nein, ich habe so Vertriebsauswertungen gemacht. Ich habe ein bisschen mit Zahlen genördet. Programmieren kann ich nicht. Ich glaube, ich bin jemand, der ich kann gut mit Menschen. Und wenn du halt dann so in der IT bist und die kommen, du schau, ich habe da mit meinem Computer ein bisschen ein Problem, sag ich, ach, geh mal, machen wir schon. Oder ich hilf's halt immer so. Support ist ja ganz viel, einfach nur nett mit Leuten reden und ihnen zeigen, wie sie das machen können. Bin aber, es hat dann eine Zeitung aufgegriffen, der IT-Techniker. Da habe ich immer gesagt, so bitte, bitte sagt's das nicht, weil jeder echte ITler ist ja beleidigt, wenn er das hört, weil ich war ja nicht gut. Also, ich war ja jetzt nicht irgendwie so ein super ITler, der da eigentlich mit dem Karriere machen hätte können. Ich hätte halt mein ganzes Leben Leuten, die nicht so technikaffin sind, erklärt, wie man sein Handy per Bluetooth mit seinem Auto verbindet. Aber das kriege ich halt noch hin. Ein Tunnel zu graben virtuell, wäre das noch gegangen? Das wäre noch gegangen. Das hätte ich hinbekommen. Aber ja. Alles, was Programmieren ist oder sowas, das nicht. Und ich konnte halt, ja, ich kenne mich halt halbwegs aus und First Level und Second Level Support ist jetzt keine große Hexerei eigentlich, wenn man damit aufgewachsen ist oder beziehungsweise sich da, ich konnte das auch nicht von vornherein. Ich habe halt Geld auch gebraucht und so, ja, wenn ich was mache, dann mache ich es ordentlich. Und dann habe ich da schon einmal 1,5, 2 Jahre richtig reingehaut, dass das überhaupt geht. Aber deswegen, ja, nochmal zu dem vom Anfang. Wenn du das Gefühl hast, es geht musikalisch nichts, dann würde ich sagen, dann muss man was machen. Also ich hätte, ich hätte demnächst irgendwann einmal dann angefangen. Ich bin mir ganz sicher, ich hätte nie aufgehört. Aber dann hätte ich gesagt, so, das, ja, also quasi, Josh funktioniert nicht. Was mache ich jetzt? Dann hätte ich mal angefangen, weiterhin Songs zu schreiben und mir andere Artists zu suchen. Das mache ich ja jetzt auch schon. Ich schreibe ja Songs auch für andere Leute. Dann hätte ich angefangen, nur das zu machen. Dann hätte ich mir gedacht, so, wenn vielleicht bin ich der falsche Artist für meine eigenen Songs, dann biete ich die jetzt mal anderen an. Und so weiter und so fort. Also irgendwas hätte ich gemacht oder vielleicht hätte ich ein Buch geschrieben. Oder ich habe mir kurz mal überlegt, ob ich eine Kochlehre beginne. Hätte mich auch interessiert. Aber ich glaube, du musst irgendwas tun, um dann auch in deiner Kunst wieder aktiv werden zu können. Also zumindest war das bei mir so. Mhm. Ja. Weil es braucht ja auch immer den Zeitpunkt. Den kannst du davor nicht wissen. Es braucht den Zeitpunkt und wahrscheinlich auch die richtigen Leute. Eine Frage noch zum Mega-Hit Code de la Grue. Die hat nämlich ein Facebook-User mehr oder weniger drunter kommentiert, wie es geheißen hat, ihr seid heute da. Finde ich nämlich eine recht spannende Frage. Warum heißt Code de la Grue nicht Code de la Schwarz, Rot oder Türkis? Ist es ein politisches Statement? Nein. Steckt dahinter Werner Kogler? Nein. Der sich ein Lied gekauft hat? Boah, ich sag nicht, welcher Radiomoderator es war, aber zu mir hat mal einer in einem Interview gesagt, oder hast du gedacht, irgendeiner muss was für die Grünen machen? Nein, an dieser Stelle, ich wollte niemanden von dieser Partei beleidigen, das möchte ich gar nicht. Nein, das ist bei mir irgendwie eine Phonetik, die sich ergeben muss. Also du hast irgendwie, ich kann dir nicht genau sagen, warum manche Wörter was in meinem Hirn tun
und manche nicht. Und ich habe dieses, ich mache was über Mädchen und Farben, war halt irgendwie so dieser große Terminus, den ich gehabt habe für dieses ganze Album. Deswegen heißt es jetzt auch so. Und dann habe ich wirklich einfach so aus einem Ding heraus, habe ich mir gedacht, ich will einen Namen haben. Und eine Farbe. Und dann war das aber das Erste, was ich aufgeschrieben habe. Und dann stand da Cordula Grün. Und das hat halt, das tut halt bei mir was. Also, wenn ich jetzt lesen würde, Cordula Schwarz, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt ein Song sein hätte können, aber im ersten Moment würde ich sagen, er hätte definitiv anders geklungen. Weil Schwarz, du könntest aufs A gehen und A, Schwarz, irgendwie sowas machen, finde ich nicht cool. Grün kannst du ziehen, oder es kommt ja immer darauf an, was gerade, also die Musik und der Text ja im Einklang. Also ich bin ja keiner, der sich wie jetzt ein Lyriker hinsetzt und sagt, ich schreibe ein Gedicht und vertone das dann, sondern ich schreibe Musik und Text gleichzeitig. Also das ist so, ich überlege mir ein Thema, was magst du denn jetzt machen? Also was ist eigentlich, was ist die Aussage? Was ist die Geschichte? Was ist die Geschichte? Und dann gehe ich mal her und denke mir so, okay, das ist die Geschichte. Und dann fange ich an, das zu komponieren und zu schreiben gleichzeitig. Und das ist irgendwie, und dadurch ergeben sich dann manchmal auch sprachliche Dinge, die halt vielleicht eine Spur anders sind, als bei anderen. Ich möchte jetzt zum Abschluss, wenn wir das genießen dürfen, noch die aktuelle Nummer kurz hören. Aber ja, ganz kurz dazu, was ist da dahinter sozusagen an Konstrukt gestanden? Da ging es darum, da bin ich, die Nummer habe ich ja mit zwei anderen geschrieben in Hamburg und haben mir irgendwie gedacht, um Gottes Willen, du hast überhaupt keine Idee. Und haben mich, muss ich ehrlich zugeben, auch am Vortag ein bisschen angesoffen. Und weil ich schon so fertig war, ich war glaube ich auch schon 14 Tage unterwegs und habe mir gedacht, sag mal, wieso bist du so dumm und fast mitten in dem ganzen Stress jetzt, fliegst nicht nach Hause und machst Weihnachten, sondern bist am 20. Dezember noch statt, ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin, ich glaube von Düsseldorf oder so, statt nach Wien zu fliegen, fliegst jetzt nach Hamburg und haust dich in ein Studio rein, das ist doch total bescheuert. Und dann bin ich schlafen gegangen und habe mir gedacht, oh Gottes Willen, das wird morgen Katastrophe, du hast einfach keine Idee. Und dann bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, sowas könnte man machen. Und dann wusste ich es. Und es geht für mich, der Ursprungsgedanke bei dem Song ist, dass es um zwei Menschen geht, wo der eine jemand ist, der Dinge immer ganz genau sehen muss und ganz genau sagen muss und irgendwie auch immer so ein... angefangen hat es mit diesen Gedanken wie, es gibt ja Menschen, wenn du die triffst, du gehst mit denen was trinken und du hast aber am nächsten Tag wieder ein Meeting mit denselben Leuten. Das passiert ja immer wieder mal. Man sagt ja, und es ist kurz nach 12, Mitternacht. Dann sagst du, ja passt, okay, jetzt sollten wir eh schlafen gehen, bis morgen. Dann gibt es Menschen, die drauf sagen, nein, 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 bis heute. und die gibt's. Ja. Und ich meine das aber gar nicht irgendwie so, der Robert Gradke hat zu mir gesagt, so, meinst du Klugscheiße? Und ich so, nein, eigentlich nicht, weil es geht um eine Frau, die halt Dinge spezieller sehen muss, weil sie eigentlich unfassbar intelligent ist und das eigentlich eh charmant ist. Und das halt irgendwie in einer gewissen Diversität kommt, die dann natürlich zu jemandem wie mir steht, der natürlich sowas nicht kann. Also bei mir gibt es eben die gefühlte Wahrheit. Und die gefühlte Wahrheit sagt mir, ja, morgen ist erst, wenn du geschlafen hast. Also es geht halt, meine gefühlte Wahrheit ist nicht wissenschaftlich. Aber die wissenschaftliche ist ja eigentlich die richtige. Und über das irgendwie, und dass ich will mit deinen Worten schmusen, ist ja auch so, damit wollte ich dann ausdrücken, dass es ja quasi nett gemeint ist und nicht so dieses, hey, ich finde das total nervig, dass du so genau bist in diesen Dingen. Weißt du, was ich da immer mache? Es gibt ja die doppelte Verneinung. Ja. Wenn ich dich zum Beispiel frage, magst du jetzt kein Bier? Ja. Was antwortest du, wenn du kein Bier haben willst?
Nein. Das wäre falsch. Ah ja, stimmt, natürlich. Ja. Ganz zum Schluss eine Fangfrage. Wenn man das durchzieht, ist es vielleicht ähnlich. Ja. Weil wenn man nach Mitternacht schlafen geht, ist, wenn man aufwacht, natürlich heute. Ja. Ja. Und so könntest wenn du darauf achtest. Ich habe das Problem, dass mir manche als Klugscheißer deswegen hinstellen. Aber es kann ein Sport werden. Es kann. Ja, man kann das besondere Momente entdecken. Ja, ich finde sie auch spannend. Aber es ist halt, ich bin da halt anders. Aber es ist ja schön. Und es ist ja, ich meine es halt eben auf eine gute Art und Weise. Weil es halt eben spannend ist, auch diese Dinge so genau zu betrachten oder halt wirklich irgendwie, damit kann man sich ja eben auch spielen, so wie du gerade sagst. Es kann ja auch total Spaß machen, genau zu sein. Jetzt hören wir uns die Nummer an. Jetzt hören wir uns die Nummer an. Vielleicht bist du die Enzyklopädie, die erklärt, warum und wie wir funktionieren. Vielleicht bist du mein Stinkgerät, das mich richtig dreht, wenn ich Blödsinn red. Mit dir wird's niemals monoton, schreist Allusion durchs Megafon. Ich will mit deinen Worten schmusen. Vielleicht hast du für alles einen Beweis. Doch das mit uns kannst du dir einfach nicht erklären. Vielleicht weißt du genau, wie alles heißt. Und für dich ist kurz nach 12 schon nicht mehr heute. Da, 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 da. Wer weiß, wohin das mit uns führt. Du bist geschädigt, ich bin gerührt. Das ist doch wurscht, wenn's funktioniert. Wer weiß, was wir füreinander sind. Du gibst mir Inhalt, ich dir Sinn. Gefühlte Wahrheit ist konfus. Mit dir wird's niemals monoton. Schreist Allusion durchs Megafon. Ich will mit deinen Worten schmusen. Vielleicht hast du für alles einen Beweis. Doch das mit uns kannst du dir einfach nicht erklären. Vielleicht weißt du genau, wie alles heißt. Und für dich ist kurz nach 12 schon nicht mehr heute. Da, 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 da. Yep. Da, 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 da. Yep. Ich will mit deinen Worten, lass mich mit deinen Worten. Ich muss mit deinen Worten schmusen. Vielleicht hast du für alles einen Beweis. Das mit uns kannst du dir einfach nicht erklären. Vielleicht weißt du genau, wie alles heißt. Und für dich ist kurz nach 12 schon nicht mehr heute. Da, 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 da. Ep. Da, 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 da. Ep. Da, 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 da. Wow! Mega! Mega! Dankeschön. Das klingt richtig gut im Hinterzimmer. Perfekte Musik. Jungs, ich glaube, ihr müsst es leider an der Stelle weiter. Aber ja, es geht ja dahin halt wieder. Ne? Also, ich bin einfach nur dankbar, dass ihr da wart. Sehr, sehr gerne. Dass danke du da für auch Einladung. So viel Zeit genommen hast, nachzudenken. Weil das ist ja jetzt in einem kurz Getakteten, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Ja, ich hoffe. Ich gebe, in meinem Zeugnis soll irgendwann einmal stehen, er hat sich stets bemüht. Heute hat er sich bemüht. Ja. Er bemüht sich nicht immer, muss man auch sagen. Manchmal, wie der Wiener sagt, muss man auch 5 Grad sein lassen. Ne? Natürlich, aber... Nein, also... Schon. Drei Paars heute, viel Vergnügen, ein Heimspiel für den Hechi. Ja. Ich freue mich schon voll. Das ist ja quasi... Ist super. Wir machen das ja nur... Na klar. Danke genau. Euch. Sehr gerne. Danke dir. Und viel Vergnügen. Danke, werden wir haben.